willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Irren ist menschlich. Herzlich willkommen, danke schön. Irren ist menschlich. Niemand von uns ist unfehlbar, aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer wissen auch, danke schön, Fehlentscheidungen und Irrtümer können gravierende Konsequenzen haben, vom Ärztefehler bis zum Geisterfahrer, der sich auf der Autobahn verirrt. Folgenreiche Irrtümer, das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich begrüße sehr herzlich Katrin Schwarzenbacher bei uns. Hallo. Sie waren 27, standen damals mitten im Leben und gingen voll in ihrem Traumjob Flugbegleiterin auf, bis ihnen ihr Hausarzt bei einer Routineuntersuchung eine Schocknachricht überbrachte. Der niederschmetternde Anfangsverdacht wurde in einer Klinik bestätigt und damit begann ein verzweifelter Überlebenskampf und ein langer Leidensweg mit starken Schmerzen und täglicher Todesangst. Doch dann trat ein Mann in ihr Leben, der einen fatalen Irrtum aufdeckte. Im Nachtcafé Katrin Schwarzenbacher. Nochmal herzlich willkommen. Fünf Jahre Haft, das war das Urteil für einen Gymnasiallehrer, den eine Kollegin der schweren Vergewaltigung beschuldigte. Anja Keinert, im ersten Prozess unterstützten sie das vermeintliche Opfer, begleiteten die Frau in Verhandlungen und standen ihr bei. Bis sie allerdings selbst an ihrer Glaubwürdigkeit zweifelten und versuchten, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wie tragisch das Ganze für den falsch Beschuldigten ausging, das hören wir von Anja Keinert. Herzlich willkommen. Ein tragischer Irrtum hat sie, Ferdinand Freier von Widersberg-Leonroth, bei einem Jagdausflug beinahe das Leben gekostet. Sie waren gerade von einem Hochsitz geklettert, als sie plötzlich von einer Gewehrkugel getroffen wurden. Nur durch eine mehrstündige Notoperation konnten sie gerettet werden. Was dort im Wald genau passiert ist, wie sie dieses Ereignis bis heute prägt und warum sie trotz alledem weiter aktiver Jäger sind, das hören wir von Ferdinand Freier von Widersberg-Leonroth. Herzlich willkommen. Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers, was ihrem Sohn Sabrina Trautwein vor 3 Jahren passiert ist. Manuel war mit seinem Freund in der Nähe von Schwäbisch Gmünd unterwegs, als den beiden auf der Bundesstraße eine Geisterfahrerin entgegenkam und frontal in ihren Wagen prallte. Wie dieser schreckliche Unfall ihr Leben verändert hat, das hören wir heute Abend von Sabrina Trautwein. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Dass ein kleiner Irrtum auch zu einer unglaublichen Liebesgeschichte führen kann, das zeigt Ihr Fall, Sabine Lahme. Denn es war eine Annonce im Lokalteil der Zeitung, die Sie neugierig gemacht hatte. Denn nur ein einziger Buchstabe sorgte dafür, dass aus einem völlig uninteressanten Inserat plötzlich eine für Sie hochinteressante Anzeige wurde. Ich begrüße ganz herzlich Sabine Lahme. Sich zu irren gehört zum Leben dazu, Professor Dr. Joachim Bauer. Aber was, wenn Irrtümer schlimme Folgen haben? Wie wir mit falsch gezogenen Schlüssen umgehen und was es für Betroffene bedeutet, Opfer eines folgenschweren Fehlers geworden zu sein, das hören wir heute Abend von Psychotherapeut und Neurowissenschaftler Professor Dr. Joachim Bauer. Frau Trautwein, Sie wohnen mit der Familie in Filderstadt in der Nähe von Stuttgart. Sie sind verheiratet, haben 2 kleine Töchter. Ja. Und Sie hatten auch einen erwachsenen Sohn, den Sie über viele Jahre auch alleine großgezogen haben. Richtig. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Sohn? Sehr innig. Sehr innig? Ja. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir waren all die Jahre, 11 Jahre lang alleine. Und da bindet es einfach viel mehr zusammen, Mutter und Sohn. Das ist einfach ganz enge Bindung. Beschreiben Sie mal, wie war er Ihr Sohn? Was für ein Typ war Manuel? Manuel war spontan, liebevoll. Gerechtigkeitssinn hat er sehr groß geschrieben. Mhm. Ehrlich, was man wirklich sagen kann.
Natürlich nicht immer zu Mama. Man verschweigt auch mal was, ja. Kreativ. Also hat er vieles in sich vereint, auf jeden Fall. Ja. Am 15. Januar 2017 kam es dann zu diesem fürchterlichen Unglück. Ja. Hatten Sie so was wie eine Ahnung, dass was Schlimmes passieren könnte an diesem Tag? Nee, vielleicht an diesem Tag nicht. Mhm. Aber ich habe ihn angerufen noch, als er ging. Mhm. Habe ich ihn angerufen und ich wollte noch sagen zu ihm, du willst mir keinen Kuss geben, wenn du jetzt gehst. Ich hatte das Bedürfnis einfach, aber ich habe es nicht gesagt, weil er in Eile war. Mhm. Er wollte dann in der Nacht noch nach Hause fahren von Nördlingen. Und dann haben aber die Freunde gesagt, komm, bleib doch da, schlechtes Wetter. Und dann hat er sich überreden lassen und blieb dort mit seinem Freund im Hotel. Und fuhr dann am nächsten Morgen, die haben länger geschlafen. Mit einem Kumpel dann? Mit dem Kumpel, ja. Und er war auf dem Konzert von K1. Weil er der Freund von K1 war. Das ist ein Rapper, deutscher Rapper, genau. Mhm. Und er hatte auch nichts getrunken. Also er hätte problemlos in der Nacht nach Hause fahren können. Er hat auch nie was getrunken, wenn er Auto gefahren ist. Ja, und dann sind die länger, haben die länger geschlafen. Und sind, glaube ich, um 4 aufgestanden, haben dann noch einen Kaffee getrunken, sind dann los. Und dann ist er auf die Bundesstraße B29 Lorch und da haben die noch am McDonald's angehalten und haben sich noch ein bisschen was zum Essen gekauft und zu trinken. Und dann ist er auf die Bundesstraße B29 und dann ist es passiert, kurz nach 5. Was ist dann passiert? Dann ist die Geisterfahrerin ist dann mit ihrem Peugeot, eine 72-jährige Geisterfahrerin, in ihn rein. Die hat nicht erkennen können, welche Einfahrt sie reinfährt. Ist Ihr Sohn, war der sofort? Er war sofort tot, Tot. Und, und der Beifahrer? Der hat überlebt. Was weiß man über die 72-jährige Unfallverursacherin? Also wir haben in der Zwischenzeit in Erfahrung gebracht, dass sie wohl die Strecke mit ihrem Sohn 3-mal abgefahren ist. Mhm. Und, also sie war schon nicht mehr so ganz sicher. Sie war nicht mehr so ganz sicher im Straßenverkehr. Wahrscheinlich nur diese Strecken, die sie kannte. Und zum Einkaufen oder solche Wege. Und ihr Sohn wollte nach Wien fliegen zur Arbeit. Ist dann in sie hat ihn zum Bahnhof gebracht in Lorch. Und auf dem Rückweg ist dann der Unfall passiert, wo sie dann alleine war. Wie haben Sie denn davon erfahren? Es kam die Polizei mit dem Seelsorger. Und es klingelte an der Haustür. Ich habe dann erstmal zum Fenster rausgeschaut und dachte ich noch, ah, kein Auto und habe in der ersten Sekunde gar nichts gedacht. Wobei ich was sagen muss, als ich zu Hause war, er hatte einen Termin mit uns und wollte eigentlich was für uns machen. Und es war dann so, ich habe ein bisschen gestöbert im Internet und auf einmal habe ich so einen Stich ins Herz, wie wenn mir jemand ein Monogramm reinschreiben würde. Das war ganz tief im Herzen. Mhm. Und das ist Manu. Und dann sage ich zu meinem Mann, jetzt ist was passiert. Jetzt ist was passiert. Und dann sagt er zu mir, ach Quatsch. Dann habe ich gesagt, doch, das ist jetzt was passiert. Und ich war dann auf einmal unruhig. Ich habe dann angefangen, ihn anzurufen auf dem Handy. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ruf an, der geht bei mir nicht hin. Und dann, also ich war richtig nervös. Und dann klingelt es nach 1,5 Stunden. Also es hat sich nichts bewegt, nichts getan. Und dann kam die Polizei. Und dann habe ich dann den Seelsorger schon gesehen und die Polizei. Und dann wusste ich schon, was passiert war. Dann wusste ich sofort. Also der musste gar nicht viel sagen. Dann habe ich gesagt, ja. Waren Sie denn dann überhaupt noch, also es ist ja ein Moment, den keiner von uns jemals erleben möchte, waren Sie denn da überhaupt noch fähig, irgendwas zu tun oder war da der Schmerz und der Schock und ist der Schock, der Schmerz, das war so stark. Mhm. Ich weiß nur, dass ich immer rumgelaufen bin und habe gesagt, es war wie so eine Telepathie. Mhm. Mama, es tut mir so leid, wie wenn er mir das immer gesagt hätte.
Das gibt es auch übrigens, ja, dass die Telepathie dann ganz stark ist. Mama, es tut mir so leid, aber ich kann nichts machen. Also ich konnte nichts machen. So war ständig in meinem Kopf dieser Gedanke und immer das Gleiche. Das lief ab wie so eine Schallplatte in meinem Kopf. Haben Sie sich denn noch verabschieden können von Ihrem Sohn? Ich war jeden Tag, als er aufgebahrt war, war ich jeden Tag bei ihm. Ja. Hat sich denn, also die Unfallverursacherin ist ja auch verstorben, ja, bei diesem Unfall. Hat sich denn die Familie, deren Familie noch mal gemeldet, der Sohn, von dem Sie beschrieben haben? Nein. Nein. Hätten Sie sich denn Kontakt gewünscht oder? Oh, ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Also ich denke, es ist vielleicht gut, so wie es ist, bevor ich nachher irgendwas von ihm höre, was dann vielleicht noch verletzend ist oder nicht passend ist. Ja, es ist, glaube ich, vielleicht doch besser, dass ich nichts gehört habe. Er kann auch nicht mehr sagen, wie Entschuldigung, aber also von daher ist es für mich so in Ordnung. Hätte das Unglück denn Ihrer Meinung nach verhindert werden können? Ja, ich denke einfach, in Österreich werden diese Warnschilder, überall sind diese Warntafeln, diese gelbe Warntafeln. Mhm. Und bei uns in Deutschland sind die eben nicht. Überall in Österreich, in Jugoslawien, überall sind diese gelbe Schilder. Und hier nicht. Mhm. Ja, kann, hier nicht. Kann so ein Engagement, sicherlich nur als ein Teil, aber auch zumindest zum Teil helfen, über sowas hinwegzukommen? Wie dann, ja. Und mir ging es jetzt gerade so, wie ich ihn zuhörte, dass mir nochmal so klar wurde, dass wir uns alle viel zu wenig klar sind, welche Power im Verkehr steckt, was da für Kräfte wirksam sind. Selbst wenn man mit gar nicht so hoher Geschwindigkeit fährt, dann denkt man ja 40 oder 50 Kilometer pro Stunde, das ist doch langsam, aber es reicht, um einen Menschen zu töten. Und wir haben in Berlin vor kurzem, wo ich ja wohne, einen Fall gehabt, wo jemand, der eine Epilepsieerkrankung wahrscheinlich hatte, einen epileptischen Anfall am Steuer erlitten hat. Und das ist noch nicht ganz klar, ob er, der Fahrer, wusste, ob er, dass er vielleicht nicht fahren darf. Denn wir verbieten in Anführungszeichen Menschen, die an Epilepsie leiden, das Führen eines Kraftfahrzeugs jedenfalls. Dürfen sie es nur dann fahren, wenn sie eine längere Zeit wieder anfallsfrei sind. Mir ist jetzt noch mal so deutlich geworden, wie schrecklich dann so ein Trauma ist, wie sie es erlitten haben, wo man dann so erwischt wird und aus dem guten Leben herausgerissen wird durch den Verlust eines Menschen. Genau. Gibt es denn auch Fragen wie, warum Manuel, warum mein Sohn? Sowas bei ihm? Ja, es war am Anfang ganz schlimm. Mhm. Ganz schlimm. Also ich konnte es auch nicht verstehen. Ich kann es heute manchmal nicht verstehen. Und ich sage, du warst jetzt lang genug weg, jetzt könntest du eigentlich auch wieder nach Hause kommen, weil das Gefühl einfach da ist, er fehlt. Und wie wächst er auf oder wie wäre er heute? War da am Anfang auch Wut auf den Unfall? Alles, Wut, Hass, Zorn. Ich habe auch gesagt, warum fährt er diese Strecke? Weil an dieser Strecke ist 2 Jahre vorher auch ein Geisterfahrer gefahren ein Unfall gewesen mit einem Todesfall auf der gleichen Strecke, auf der B29. Und ich kann es nicht verstehen, dass man da einfach nicht reagiert. Einfach, da hat man nicht reagiert. Erst nach dem Tod meines Sohnes hat man angefangen zu reagieren. Also ist eine gewisse Wut auf Ihren Sohn, dass er dahergefahren ist, auf die Unfallverursacher, aufs Schicksal? Auf alles. Mhm. Man kann das gar nicht so richtig in Worte, glaub, fassen, wie man da sich innerlich fühlt, weil man bekommt ja keine Antwort. Mhm. Sein Todestag hat sich gerade zum dritten Mal gejährt. Ja. Ist das etwas, was Sie versuchen zu verdrängen, oder ist das etwas, ein Tag, an dem Sie ganz bewusst an ihn denken? Ich denke immer an ihn. Es ist auch, seine Freunde kommen am Todestag, Kevin ruft am Todestag immer an und auch sonst. Und da ist es halt ganz intensiv an dem Todestag, Also ich glaube, Sie haben etwas erlebt, ich habe schon gesagt, dass wir alle kaum nachvollziehen können und dass keiner von uns erleben will. Es ist nur gut zu hören, dass Sie zum einen das Engagement haben und zum anderen diese Familie haben, die Ihnen offensichtlich weiter Kraft gibt und Sie auch weiterträgt. Und die Erinnerung halten Sie wach, und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Vielen Dank.
Wir reden ja heute über Irrtümer. Wann sprechen wir eigentlich von einem Fehler, den man so macht? Wir machen ja am Tag sehr viele Fehler und treffen Fehlentscheidungen. Und was ist ein Irrtum? Naja, wenn Erwartungen, die wir hatten, kollidieren mit dem, was dann tatsächlich passiert. Mhm. Also ein Fehler, ein Flüchtigkeitsfehler, der einem passiert, der kollidiert ja nicht mit Erwartungen, die wir haben. Aber die Grunderwartung, die wir ans Leben haben, ist, dass wir vertrauen dürfen, dass die Dinge einen halbwegs normalen Gang gehen. Dass die Menschen, die wir lieben, die um uns herum sind, auch morgen noch da sind. Und dass, wenn wir von jemandem Abschied nehmen müssen aufgrund von Alter oder Krankheit, dass wir Zeit haben, damit umzugehen und uns mit den Betreffenden, in diesem Fall jetzt auch mit jemandem zu verabschieden, der absehbar gehen muss. Aber beim Irrtum ist es eben so und das ist ja hier ein Einschlag, nicht? Und wir werden ja noch andere Formen von Irrtum kennenlernen. Ich meine, sie ist jetzt eine Leidtragende eines Irrtums, dem jemand anderes unterlaufen ist, nicht? Und es gibt natürlich verschiedene Begünstigungsfaktoren für Irrtum. Und ein Begünstigungsfaktor ist, dass jemand kognitiv die Welt nicht richtig wahrnimmt. Und das war bei diesem Fall ja der Fall, wo die Autofahrerin einfach ihrer Aufgabe nicht gewachsen war, zu sehen, dass sie da in eine falsche Auffahrt reinfährt, nicht? Und das ist natürlich, da kann man schlecht eine Lehre draus ziehen. Das, im Grunde wäre es schön gewesen, wenn diese Dame, die Fahrerin war, unsicher war am Steuer, dass sie vielleicht doch mal zu dem Schluss gekommen wäre, dass sie nicht mehr fahren sollte. Also hier war der Irrtum verursacht. Wir werden ja noch andere Gründe für Irrtum miteinander besprechen gleich. Aber hier war der Grund für den Irrtum eine kognitive, eine geistige Unfitness, eine fehlende geistige Fitness. Sie hätte, Herr von Widersberg, ein Irrtum bei einer Jagd fast das Leben gekostet. Man muss dazu sagen, Sie leben in der Nähe von Augsburg auf einem Landgut. Sie bewirtschaften oder verwalten dieses Landgut schon in der zweiten Generation. Sie stammen aus einer alten Adelsfamilie, aus einem alten Adelsgeschlecht, sind leidenschaftlicher Jäger. Und an diesem Tag waren Sie auf einer Jagd, auch mit Ihren Söhnen. 50 Jäger waren unterwegs. Welche Tiere haben Sie gejagt an diesem Tag? Es waren Rehe und Wildschweine. Wildschweine auch. Ja. Mhm. Und die Jagd war fast zu Ende. Bei der Jagd waren Sie auch mit Ihrem Sohn unterwegs auf einem Hochsitz. Dann sind Sie nach der Jagd vom Hochsitz runter, haben die Warnweste ausgezogen, die ja eigentlich für die Sicherheit da ist. Und was ist dann passiert? Ja, dann standen wir da, weil es war gesagt, es muss während der Jagd die Warnweste getragen werden. Mhm. Und die Jagd war nach Zeit zu Ende. Jeder hat gewusst, um 16:30 ist Ende. Und dann darf kein Schuss mehr fallen. Das ist eine ganz klare Regel überall bei den Jagden. Und dann geht man runter vom Hochstand und wartet dann, dass man vom Ansteller, der einen ausgefahren hat, und da abgeholt wird. Und haben wir halt die Westen ausgezogen, in den Rucksack gesteckt und standen da. Und auf einmal, ich kann das nur so beschreiben, wie wenn ein Elektroschlag ging mir durch den Bauch. Wo wurden Sie da genau? Ich wurde hier da rein und da raus und also da, seitlich da steckte das Geschoss drin. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, du, da schießt jemand auf uns, hol sofort die Weste raus aus dem Rucksack und wink. Das hat er gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt bräuchte man ein Handy, weil das Fatale war, es war eine Jugendjagd und in der Früh bei der Vergatterung, wo alle Regeln gesagt werden vom Jagdherrn, hat er am Schluss gesagt, so, ich will, dass ihr eure Handy alle abgebt, damit ihr da nicht rumspielt und damit ihr da, wir wollen Beute machen. Also Sie wollten ein Handy, aber wenn man verständlicherweise, aber hatten Sie Schmerzen? Wie ging Ihnen das? Tat ganz schön weh. Tat ganz schön weh.
War dann in Ihrem Kopf auch schon, da ist Lebensgefahr jetzt? Es war noch gar nichts, sondern ich habe gehandelt. Das war vielleicht Bundeswehr, die mich da ich gelernt habe von der Bundeswehr. Man muss handeln, man muss gleich schauen, dass man die Situation in den Griff bekommt. Das heißt also, wenn jemand auf uns schießt, dann muss man mit der Warnweste winken. Ja. Und dann war das erledigt und... Übrigens hat der Schütze noch mal nachgeladen und hat dann die Weste gesehen und dann ist ihm erst das Gewehr aus der Hand gefallen, weil er behauptet hat, er hat gesehen ein Wildschwein, nicht? Das nehme ich ihm besonders übel, dass er mich als Wildschwein angenehm. Ich glaube, er war auch vorher eingeschlafen, ist das richtig? Es war warm und man sitzt so bei einer Drückjagd, so 2 Stunden, 2,5 Stunden sitzt man da rum und bei uns war überhaupt nichts los. Also kein Wild war und die Sonne war wunderbar warm und ich nehme an, er ist eben eingepennt. Hat ein Nickerchen gemacht. Nickerchen gemacht und dann hat er plötzlich eine Bewegung gesehen und es war schon 10 bis 12 Minuten nach dem Abblasen. Also wir reden ja über Irrtümer. Das heißt, der erste Irrtum war, er dachte, die Jagd ist noch nicht zu Ende. Der zweite Irrtum war, dass er dachte, Sie sind ein Wildschwein. Jawohl. Dann hat er Sie getroffen und Sie haben schon gesagt, Handlungsmodus. Das heißt, Sie haben organisiert, haben gesagt, okay, jetzt winken, jetzt Handy. Ja. Ihre Söhne waren ja auch bei Ihnen. Waren die denn nicht, also, wie waren die? Waren der älteste Sohn war ein Stand weiter, aber nicht in Sichtweite. Und mein zweiter Sohn hatte an dem Tag Geburtstag, 19. Geburtstag. Und hat eben, Gott sei Dank, das Handy in der Früh nicht abgegeben, weil er gesagt hat, ich bin ja nicht Jäger. Er machte gerade den Jagdschein, sollte mit mir eben auf so einer Jagd was lernen, nicht? Und dabei sein, nicht? Und der hat fantastisch reagiert. Ich habe dann das Hemd hochgezogen und dann sah man, aha, da ist ein Loch und da ist ein Loch. Ordentlicher Durchschuss. Ja, sauber. Und jedenfalls habe ich ihm gesagt, jetzt braucht man ein Handy. Und er sagte, ich habe eins. Und dann habe ich gesagt, ruf an, 110, 112, aber sag immer Bauchschuss und Hubschrauber. Und dann habe ich ihn geschickt zum Ansteller entgegenlaufen, weil wir im fremden Revier ja nicht wissen, der Leitstelle, wo wir sind. Und ich war erstaunlich geistig noch ganz beieinander und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, jetzt muss ich mich mal hinlegen, jetzt wird es mich gleich umhauen. Und das war es wohl, weil ich wusste, also so ein Schuss, das überlebt kein Mensch. Und war da denn dann, als das alles erledigt war, Sie haben ja gesagt, der Hubschrauber war bestellt, gab es da denn sowas wie Todesangst? Nein. Auch nicht? Nein, ich lag da, dann kam mein ältester Sohn um die Ecke, dann habe ich ihn noch gefragt, hast du was geschossen, weil ich habe gehört, er hat einen Schuss gemacht. Und da hat er gesagt, ja, ich habe was geschossen, aber Papi red nicht und sing und hat mir da Tempotaschentücher hingehalten und habe ich gesagt. Jedenfalls kann ich nur eins wirklich sagen, es ist nicht gelogen, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Sterben gehabt, weil, ich weiß nicht, das war, ich habe gesagt, ich habe ein schönes Leben gehabt, jetzt ist es halt zu Ende. Und deswegen kann ich nur sagen, daraus eine Lehre ziehen, Sterben ist überhaupt nicht schlimm. Dann war eben, dann kamen die ganzen Wunder. Es ist ja dann so gewesen, der Helikopter war dann da, hat sie auch dann transportiert zum erst war ein junger Arzt, kam dann aus einer anderen Gruppe, der bei der Jägergruppe dabei war, kam dazu und dann kamen die Sanitäter zuerst und haben dann rumgeschnitten an meinem Barber und dann soll ich noch gesagt haben, meine Krawatte nicht, die ist meine Lieblingskrawatte, nicht wegschneiden, haben sie auch nicht gemacht. Und lauter so ein Blödsinn und hab mir gedacht, es wurde halt immer kälter dann und Ding. Und dann kam der junge Arzt und der hat mich dann weggebeamt zum Transport. Und dann kann ich nur erzählen, dann beginnen eigentlich die Wunder. Schutzengel überall. Ein junger Gefäßchirurg war in Bereitschaft, sollte am nächsten Tag in Urlaub gehen, da habe ich dem sauber vermasselt. Jedenfalls, der kam und hat dann aufgeschnitten und hat dann... Die Dünndarm und Dickdarm waren total zermasselt und die Leber angekratzt und so weiter. Und dann hat er angefangen, da also den Dünndarm wieder zusammenzubauen und so weiter und hin und her und hat da 6-8 Stunden herumgearbeitet. Und dann haben sie zugemacht und am nächsten Tag wieder aufgemacht und geschaut, ob alles dicht ist.
Naja, nach drei Tagen haben sie mich langsam aus dem Koma geholt. Können Sie sich an die Situation erinnern? Nein, da war ich ja weg. Ja, ich meine nach dem Koma natürlich. Ja, ja, da wollte ich ja gerade sagen. Im Koma ist klar. Sagen, irgendwann konnte ich mal denken, ja. Aber ich habe noch nichts gesehen und habe mir gedacht, bin ja gespannt, wo ich aufwache. In der Hölle, im Himmel oder im Krankenhaus. Und dann bin ich wieder aufgewacht und dann habe ich Männchen gesehen, die mit mir reden. Menschen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Gott sei Dank, ich bin nicht tot, aber jetzt wird gekämpft. Und da habe ich gesagt, also jetzt habe ich immer nur geschrieben, mir geht's auch gut. Und jeden Tag, meine Familie, haben sie gesagt, 14 Tage lang, das überlebt er nicht, da kommt noch was nach und ich weiß nicht was. Aber jedenfalls, ich habe da immer nur geschrieben, mir geht's auch gut. Dann hieß ich das auch gut im Klinikum. Und dann habe ich gleich mit dem Pfleger Hans, habe ich gleich dann Party schon organisiert, wenn wir gesund sind wieder. Mit Hans schon alles klar gemacht. Ja, und dann so kam meine Frau und der hat mir gesagt, er sollte sie erkennen. Und weil wegen dieser wenig Blut da, aber wo nicht viel drin ist, braucht nicht viel Sauerstoff. Jedenfalls habe ich sie sofort erkannt und jedenfalls war dann das, was ich auch sagen will, allen, die schwer krank sind, ihr müsst kämpfen, weil sonst braucht ihr gar nicht weitermachen. Herr von Widersberg, erstmal muss man mal loswerden, ob es jetzt Schutzengel waren oder was auch immer. Erstmal schön, dass Sie heute hier sitzen, ja, und dass Ihr Kampf erfolgreich war. Jetzt erzählen Sie uns aber mal eins. Wir reden ja heute über Irrtümer. Und nur dieser Irrtum, dieser doppelte Irrtum Ihres Jägerkollegen hat Sie ja in diese Situation gebracht. Hatten Sie danach Kontakt mit ihm? Ja, und zwar weiß ich aus Erfahrung, weil ich auch mal einen Unfall gebaut habe mit Todesfolgen, wo man nicht wusste, warum der Unfall überhaupt passiert ist. Mhm. Und mich damals die Eltern des Freundes, der eben bei dem Unfall zu Tode kam, mich nicht mehr sehen und nicht mehr sprechen wollten. Und ich habe bei dem Unfall Gehirnerschütterung gehabt, sodass ich überhaupt nichts mitbekommen habe, sodass ich also da unbelastet. Aber das hat mich schwer wochenlang, monatelang bedrückt, dass die Eltern meine Entschuldigung oder irgendeine Ding nicht entgegennehmen haben lassen. Also Sie kannten dieses Gefühl. Und ich wusste, wie dieser Schütze leidet. Mhm. Und dann, sobald ich telefonieren konnte, ich habe es ja erst in der Klinik erfahren, wer es war der Nachbar, habe ich ihn sofort angerufen. Nachbar, Ihr Nachbar? Ja, also Schütze, Nachbarschütze. So, der Nachbarschütze, ich dachte jetzt Ihr Straßennachbar. Der war 130 Meter weg. Und ja, okay. Mhm. Auf alle Fälle habe ich den sofort angerufen und habe gesagt, ich bin noch am Leben und so weiter. Und die haben mich auch, das Ehepaar hat mich dann zweimal besucht, auch im Krankenhaus. Die Professoren haben gesagt, ja, halten Sie das aus und so weiter. Ich habe gesagt, klar, der tut mir doch nichts. Jetzt nicht mehr. Ne? Nicht mehr, nicht? Ja, wenn Sie Schwierigkeiten haben, drücken Sie auf den Knopf, dann holen wir Sie ab. Aber hat er dann gesagt, Mensch, tut mir leid, es ist meine Schuld, das gibt's doch gar nicht, dass mir das passiert ist und du musst jetzt so leiden? Oder wie hat er sich verhalten? Ja, natürlich, was soll er denn sagen? Ja. Ich habe ihm auch gar nicht, er musste sich gar nicht entschuldigen, sondern gar nichts, weil ich weiß selber als Jäger, wie schwierig es ist. Unter Jägerkreisen sagt man, ist die Kugel aus dem Lauf, sitzt der Teufel auf der Kugel. Weil Querschläger und so weiter. Also es ist alles mit einem Gewehr sehr, sehr Ding. Und wer noch nicht so eine Situation gehabt hat oder so ähnlich oder Ding oder einen Schuss gemacht hat, der soll den ersten Stein werfen. Herr Bauer, auch bei Irrtümern, selbst wenn sie unbeabsichtigt sind, da laden wir ja teilweise Schuld auf uns. Was ist denn die Voraussetzung dafür, dass wir uns von dieser Schuld entlasten können? Ja, die Schuld wäre ja auch bei dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, schon die Frage gewesen, wenn die Fahrerin überlebt hätte, nicht? Nur durch den Tod der Fahrerin hat sich die Frage da nicht mehr gestellt. Und Irrtümer können folgenreich sein und können mit Schuld verbunden sein, wegen der Folgen, die durch den Irrtum entstanden sind, nicht? Und es ist natürlich sehr schön, dass durch die Erfahrung dieses, oder es ist nicht schön, aber es ist irgendwie, es war für Sie hilfreich, dass Sie selber mal erfahren haben, was es bedeutet,
dass man ihnen nicht vergeben konnte. Und so konnten sie sich einfühlen da rein, dass jetzt dieser Schütze unglaublich leidet. Und es war natürlich wichtig, dass er gekommen ist und sein Bedauern und seine Anteilnahme ausgedrückt hat. Also das ist wichtig, dass derjenige sagt, ich habe Schuld, dass er das auch einräumt. Absolut. Wenn wir bei den Irrtümern bleiben, Ihr Kollege hat den Irrtum begangen. Sie haben gesagt, okay, ich habe sowas selbst mal erfahren, alles in Ordnung. Aber wie ging es dann weiter? Wurde er verurteilt? Ja, ja. Die Kriminalpolizei kam ja aus München und hat das alles nachgeschaut und wie der Schuss war, ob er direkt war oder was auch immer. Jedenfalls ganz klar, dass er hat 10.000 Euro Strafe zahlen müssen und 5 Jahre den Jagdschein weg. Hat er den jetzt wieder? Ja, er hat den wieder, obwohl ich das nicht wollte. Also das finde ich nicht. Der war damals 65 und ganz komisch wurde eben genehmigt. Er darf nur alleine auf den Hochstand gehen, also nur Einzelansitz machen und nicht mehr auf Gesellschaftsjagden. Hasenjagden oder Saujagden oder sonst was. Also nicht. Außerdem ist er gestraft genug, weil in der Jägerschaft ist er ein No-Go, dass man ihn einlädt. Na, die Juristen haben ja dafür, der Begriff des Irrtums ist auch ein juristischer Begriff. Ja. Also wenn jemand den Sachverhalt falsch einschätzt, dann gibt es dafür fahrlässig und dann läuft das als fahrlässig. Ja. Aber es zeigt uns allen wieder, ich meine, dieser Jagdkollege, es ist ja eine Routine gewesen. Es hat sich was, es raschelte was oder er sah was sich bewegen und er hat routinemäßig reagiert. Und viele Irrtümer. In Sekundenbruchteilen. Genau. Und viele Irrtümer passieren, weil wir in Routinen leben. Nicht nur bei der Jagd, auch sonst. Ja. Ja. Und das ist nötig. Einerseits, wir müssen natürlich in Routinen leben, weil wir müssen dies, man nennt das Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir müssen dieses unglaublich variantereiche Leben irgendwie reduzieren auf ein paar Grundregeln. Und die Grundregel in der Situation war, da bewegt sich was, schießt drauf. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir quasi zu sehr in solchen Routinen absacken und dann nur noch routinemäßig auch reagieren oder handeln, sondern es ist immer wieder wichtig, genau in jedem Einzelfall hinzuschauen. Auch diese Dame, die deren Fahrverhalten ihren Sohn zu Tode hat kommen lassen. Nicht die Routine ist, ach, es wird schon gut gehen. Ich habe zwar manchmal ein bisschen Schwindel, aber Autofahren wird schon auch heute gut gehen. Es hat ja die letzten 30 Jahre auch geklappt. Und diese Routinen sind sehr gefährlich für das Entstehen von Irrtümern, dass wir quasi glauben, das sind so Stereotypien, weil es immer so war und gut ging, wird es jetzt auch gut gehen. Wir müssen öfters mal neu gucken, was mache ich denn hier eigentlich? Nicht? Auch in der Medizin gibt es solche Routinen, dass man nicht mehr richtig hinschaut, weil man denkt, das ist sicher wieder ein Fall wie die 1000 anderen, die ich gerade schon hatte. Wir müssen immer wieder frisch auf die Realität gucken und im Einzelfall prüfen. Das wird uns ja noch mal begegnen heute Abend. Darf ich dazu dazu will ich noch etwas sagen. Bei der Jagd ist es auch noch, wenn man sich wahnsinnig konzentriert, dass man bildet sich dann ein, das ist ein Wildschwein, weil man sich das, es kann nichts anderes sein oder nicht, oder man ist so schießgeil. Komplexitätsreduktion, ne? Es wird schon eine Sau sein, nicht, wenn sich da was im Unterholz bewegt. Ja. War aber nicht. Ja. War aber nicht. Wie hat das Ganze... Ich schieße zurück in Zukunft. wie hat das Ganze denn Ihr Leben verändert? Und also, Ihre Einstellung zu? Also erstens einmal gehe ich nur noch auf gut organisierte Jagden. Dann konnte ich sehr viel den Jagdherren auch sagen, was man besser machen kann. Also keine Handys verbieten und so weiter. Und dann zum Beispiel, dass man die rote Weste erst im Auto, wenn man die Gewehre wegtut, auszieht. Also nicht nur, wenn die Jagd zu Ende ist und man geht vom Hochstand runter. Also das eine ist das Verhalten bei der Jagd. Hat das auch Ihr sonstiges Leben verändert? Ja, dann muss ich sagen, ich bin so dankbar jeden Tag, dass ich aufstehen kann und einigermaßen beieinander bin. Und bin glücklich für jeden Tag. Und ich ärgere mich nicht mehr über Beamte oder irgendwas, wo ich nicht was ändern kann, weil es kostet mich ja nur Kraft, Hass und Ärger. Und
wenn man nicht lügt und nicht bescheißt, kommt man gut durchs Leben. Sie haben gesagt, Sie sind dankbar für jeden einzelnen Tag und wir hoffen, dass noch ganz, ganz, ganz viele dazukommen. Vielen Dank, Herr von Liederstein. Frau Lahme, Sie sind verheiratet. Ja. Und dass Sie das sind, hat wiederum auch was mit einem Irrtum zu tun. Man muss dazu sagen, Sie hatten davor, bevor dieser Irrtum stattgefunden hat, schon ein bewegtes Leben. Sie sind von zu Hause weg mit 18, haben dann Krankenschwester gelernt, haben auch als Stationsschwester gearbeitet, sind dann allerdings selbst sehr krank geworden. Die Ärzte hatten dann auch entschieden, Sie ins Koma zu versetzen und als Folge dieser schweren Krankheit waren Sie auch auf den Rollstuhl angewiesen. Hatten Sie in dieser Zeit einen Lebensgefährten, einen Partner, der Ihnen zur Seite stand? Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt einen Freund, ja, der mir zur Seite stand, habe aber nicht so furchtbar viel Unterstützung erfahren und habe dann für mich entschieden, mein Leben alleine zu leben. Allein zu leben und waren dann auch erstmal alleine und dann kam ein Tag, Sie sitzen zu Hause, so stelle ich mir das vor, in der Küche, nehmen die Zeitung zur Hand, die Lokalzeitung und dann ist was passiert. Ich konnte gerade wieder die ersten Schritte auf meinen eigenen Beinen mit den Unterarmen Gehstützen gehen. Ich hatte eine längere Rehabilitation gemacht mit dem Wunsch, ich gehe wieder auf meinen eigenen Beinen, weil ich immer so einen inneren Willen hatte und ich wusste, irgendwann mal kann ich wieder auf den eigenen Beinen stehen und ich kann auch wieder laufen. Und das ist tatsächlich geglückt, war in Kaiserswerth in meiner Wohnung bei meiner Ersatzmam und die hatte eine möblierte Einheit oben, die sie an Messebesucher vermietet hat und die hat sie mir für ein halbes Jahr zur Verfügung gestellt und ich wusste, die Zeit ist endlich. Und kaufte mir die Rheinische Post, eine große Zeitschrift im Düsseldorfer Raum, und dachte samstags, boah, du hast keinen Bock, die Zeitung durchzuschauen. Und habe sie zur Seite gelegt. Ja. Sonntags beim Frühstück dachte ich mir, irgendwann mal musst du Zeitung lesen. Und habe gedacht, okay, fang an. Und habe angefangen und habe so die Teile weggelegt, Politik, habe die Teile weggelegt, Wohnungssuchung, habe die Teile weggelegt, Stellenanzeigen und kam dann über sie sucht sie sucht ihn, er sucht sie auf Gesellschaftliches, da wo habe ich noch gelesen, Alleinsein und etc. ist doof, auf die Rubrik Gesellschaftliches. Und im Gesellschaftlichen stand eine Annonce, 37-jähriger Bilker sucht Menschen zum Klönen, Sauna, Motorradfahren, zum Essen gehen, wenn du Bock hast, melde dich. Also wenn du Lust hast, melde dich. Habe ich gedacht, super Idee. Freundeskreis erhöhen, ideal. Und was war noch, war dieses, dass, ja, dass da Bilker stand, war das denn für Sie auch wichtig? Hatte das eine Bedeutung? Ich habe gedacht, Bilk ist ein Ortsteil von Düsseldorf, ist um die Ecke, alles gut. Weil gehen ging ja noch nicht so gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, prima Idee, schreiben. Mal gucken, was passiert. Sie haben ihm dann auch geschrieben? Wie ging es dann weiter? Ich habe ihm einen Brief geschrieben von Hand. Anfang Mai. Und dann klingelte kurz darauf, ein paar Tage später, ich kann es nicht mehr so genau eingrenzen, das Telefon. Und mein heutiger Mann war am Telefon und hat mit mir telefoniert. Und ich habe zuerst gedacht, wer ist das? Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich einen Brief geschrieben habe. Und habe dann aber ein sehr, sehr, sehr interessantes Telefonat geführt und wir haben uns tatsächlich verabredet zum Italiener. Zum Italiener. Mhm. Und Sie haben sich auf den Weg gemacht. Waren Sie aufgeregt auf dem Weg dahin? Ich habe zuerst noch gefragt, wieso denn jetzt Italiener bei dir? Weil mein Mann wohnte 23 Kilometer hinter Düsseldorf und ich habe gesagt, aber Bilk ist auch doch um die Ecke. Ja. Und dann meinte er, wieso Bilk? Wieso Bilk? Und dann habe ich gesagt, ja, du wohnst doch in Bilk. Und sagte er, ich wohne nicht in Bilk und ich habe noch nie in Bilk gewohnt. Und dann habe ich gesagt, in deiner Anzeige stand 37-jähriger Bilker. Und dann sagte mein Mann lachend, 37-jähriger Biker.
Und daraufhin habe ich gesagt, naja, aber wir haben uns jetzt verabredet, ich finde es total cool, dich kennenzulernen. Und er hat mir eine Anfahrtsskizze diktiert. Was wäre denn, wenn Sie Biker gelesen hätten? Dann hätte ich darauf nie geantwortet. Weil? Biken und kaum auf den Beinen. Und Biken war für mich so in so weiter Ferne, dass ich gedacht habe, also hätte ich es gelesen, hätte ich gedacht, never ever. Ich hätte es zur Seite gelegt und damit wäre es gewesen. Der eine Buchstabe hat dazu geführt, den Sie mehr gelesen hatten, ja, als er da war, dass Sie das gemacht haben. Wie war das dann, als Sie sich auf den Weg gemacht haben? Es war sehr interessant, weil ich hatte die Fahrtskizze zu Hause notiert und habe sie, ich weiß nicht wie häufig, durchgelesen. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und auf der Hälfte der Strecke fiel mir ein, oh mein Gott. Du hast die Anfahrt vergessen. Das Blatt Papier lag zu Hause. Es gab eine Ampelkreuzung, an die konnte ich mich erinnern. Ich wusste nur nicht mehr, muss ich an der Ampelkreuzung nach links oder muss ich nach rechts? Und so fuhr ich, leider falsch und noch viel schlimmer, ich habe meinen Mann angerufen und habe gefragt, ich stehe hier an der Kreuzung, Michael, muss ich rechts oder links? Und es machte mein Akku dilililit. Akku leer. Ich hatte vergessen, den Akku zu laden. Also fuhr ich anstatt links. Mehrere Irrtümer kommen hier wieder oder Fehler zusammen. Ich fuhr statt links rechts. Ja. Hab mich so verfahren an der ersten Telefonzelle, früher gab es noch Telefonzellen, war der Hörer rausgerissen. An der zweiten das Telefonbuch kaputt. Also bin ich an ein Restaurant gefahren. Da sprach dann ein japanischer Mensch mit mir in Japanisch-Deutsch. Ich habe nichts verstanden. Und dann habe ich gedacht, was kann dir jetzt passieren? Fahr die Strecke zurück und da, wo du vorher versehentlicherweise falsch abgebogen bist, fahr geradeaus weiter. Wann waren Sie denn dann da? Eine Dreiviertelstunde später. Dreiviertelstunde, okay. Mein Mann stand, als ich ihn angerufen habe, auf dem Balkon und dachte, die kommt jetzt gleich um die Ecke, weil er wusste, welches Auto ich fahre. Und ich hatte ihm das beschrieben. Und so kam ich mit einer Dreiviertelstunde Verspätung an. Und dann? Wie war dann der erste Abend? Ja, dann habe ich geklingelt, so ein bisschen mit so einem ganz, ganz schlechten Gefühl in mir. Dachte ich, hoffentlich macht er auf. Er machte auf und ich stand unten und er stand oben. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, du wolltest nur jemanden kennenlernen. Du wolltest mit dem überhaupt nur essen gehen. Das gibt jetzt mal einen merkwürdigen Abend, weil ich merkte, da ist Sympathie und ich dachte mir, Ihre Gedanken waren nicht mehr nur beim Essen. Nee, ich wollte ja keinen Typen, ja? Ich wollte es ja nicht. Ne? Aber da war er. Also erstmal schöne Geschichte, muss man echt sagen. Zeigt uns das einfach auf. Wir haben ja über Irrtümer geredet mit wirklich dramatischen Folgen. Es gibt ja auch Irrtümer, die nicht so groß sind, die kaum Folgen haben. Aber zeigt es nicht auch, dass es Irrtümer gibt, die auch was Positives in Gang setzen in unserem Leben? Ja, natürlich. Also wir engen uns ja selber oft so ein. Also die Routinen, über die wir jetzt gesprochen haben, die achtlosen Routinen, die haben ja auch den Aspekt, dass wir uns nur bestimmte Dinge zutrauen. Ich bin nur jemand für die und die Bildung oder ich bin nicht gut als Partnerin für jemand, der Motorrad fährt, nicht Biker jetzt in diesem Fall, oder jemand, der in der und der Branche tätig ist. Und so engen wir uns ein, nicht? Das in Routinen, in Stereotypien, mit denen wir uns auch selber sehen, im Leben sehen, ne? Dass wir sagen, ich bin nicht für das gut, sondern nur für diesen Pfad, auf dem ich immer schon gelaufen bin. Und jetzt hat der Irrtum praktisch so eine Routine aufgebrochen. Ja. Wenn der Irrtum nicht passiert wäre, wären Sie, ich sage jetzt mal, ich wage es zu sagen, langweiliger unterwegs gewesen in Ihrem weiteren Leben. Und der Irrtum hat dazu geführt, dass Sie gemerkt haben, hey, ich kann frisch auf mich schauen. Ich bin auch für anderes gut als für das, was ich dachte, wofür ich gut sei. Und das ist eigentlich so toll, nicht? Dass jetzt da so eine Stereotypie, so eine Routine, so eine Komplexitätsreduktion aufbricht und plötzlich spürbar wird, hey, da gehen noch andere Sachen im Leben. Ja. Und da kann man dem Irrtum eigentlich nur dankbar sein. Nicht? War er jetzt denn
so ein Biker, nur damit wir uns das vorstellen, wie wir uns das so denken, mit Leder und allem drum und dran. Ja. Und sind Sie dann auch so entsprechend Rockerbraut geworden? Oder? Rockerbraut wurde ich nicht. Ich habe dann 3 Jahre später, nachdem ich dann auf meinen eigenen Beinen tatsächlich wieder gehen konnte, als wir schon zusammenlebten, abends ganz heimlich die Anmeldung vom Autohaus, die auch Motorradtraining gemacht haben, auf den Tisch gelegt im Esszimmer. Und mein Mann kam abends nach Hause und ging in die Küche und sagte, kannst du mal eben kommen? Und was ist das? Und habe ich gesagt, ich mache den Motorradführerschein. Und ich habe den Motorradführerschein gemacht. Ich habe mir einen meiner Wünsche erfüllt. Ich habe ein Motorrad gekauft und wir sind zusammen Motorradtouren gefahren. Wie lange sind Sie jetzt schon glücklich zusammen? 20 Jahre. Also, man sieht, Irrtümer können auch zu positiven Dingen führen. Wenn wir das so hören, lernen wir eigentlich auch durch Irrtümer? Ja, unbedingt. Mhm. Ja. Man kann natürlich mit Irrtümern verschieden umgehen. Es gibt ja Menschen, die sich den Irrtum nicht eingestehen, der passiert ist, die ihn verdrängen oder verleugnen. Und dann kann ich auch nicht daraus lernen. Mhm. Aber die meisten Menschen lernen aus Irrtümern. Es ist natürlich so, der Irrtum zwingt einen zum Lernen. Es ist kein, wenn wir lernen, dann entscheiden wir uns ja, ich mache jetzt den Spanischkurs ich ziehe meine Schule durch oder und so weiter. Selbstmotiviertes Lernen, während der Irrtum einen zwingt, es ist ein erzwungener Lernvorgang. Das ist nicht immer angenehm. Und Irrtümer, die einen zum Lernen zwingen, sind auch anstrengend, weil man sich umstellen muss. Man sagen muss, das hat meine Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Ich hab offenbar Erwartungen gehabt, die mit der Realität immer wieder mal oder zumindest einmal heftig kollidiert sind. Und dann werde ich gezwungen zu lernen. Und das ist anstrengend. Und wenn ich mich dem aber stelle, dann kann ein Irrtum auch nützlich sein, im Nachhinein gesehen. Wenn wir an negative Folgen von Irrtümern denken, dann denken wir, glaube ich, ganz schnell auch an Justizirrtümer. Ja. Und Medizin. Und Medizin. Beide kommen noch, über beide reden wir noch. Frau Keinert, Sie waren an der Aufklärung eines massiven Justizirrtums beteiligt. Auch deshalb, weil Sie sich am Anfang selbst in einem Menschen geirrt haben. Sie waren damals Frauenbeauftragte für das Schulamt, haben da gearbeitet und haben 2001 Heidi K. Kennengelernt. Zu welchem Anlass war das? Erzählen Sie mal. Ja, sie hatte sich beworben an einer Gesamtschule in unserem Schulamtsbezirk. Mhm. Und ich war qua Amt in dem Überprüfungsgremium drin. Und sie hat sich da vorgestellt, wir haben sie ausgewählt, weil sie einen hervorragenden Eindruck gemacht hat. Sie war eloquent und begeisterungsfähig, also wie sie mit Schülern umgeht, hat sie erzählt. Und ja, das war klar, dass wir sie dann nehmen. 3 Wochen später hatten Sie dann wieder mit ihr Kontakt. Aus welchem Grund? Das war noch etwas später. Mhm. Also es war auch mal Mini-Kontakt, aber den lasse ich jetzt weg, sonst ufert das aus. Also etwa 6 Wochen danach rief mich eine Kollegin, ihre Tennispartnerin, neu erworbene Tennispartnerin an. Die war an meiner Ex-Schule, also nicht an der Schule von ihr, und war ganz aufgelöst. Heidi ist vergewaltigt worden. Zwar in der Schule, also in deren Schule, wo sie sich da beworben hatte, in der Schule, in der großen Pause von einem Kollegen. In einem Vorbereitungsraum für Biologie? Ja, Biologiesammlung. Mhm. So viel Details sagte sie noch nicht. Ich dachte, nach dem Gespräch habe ich versucht, mehr rauszukriegen bei uns im Schulamt, aber die hielten sich bedeckt. Und da habe ich dann Heidi K. selbst angerufen und ihr gesagt, dass mir das sehr leid und ihr mein Mitgefühl zum Ausdruck gebracht und sie gefragt, ob ich ihr helfen könne in irgendeiner Form. Aber sie brauchte das nicht. Sie hatte eine ganze Heerschar inzwischen von Helferinnen und Helfern, also eine Opferinstitution, Weißer Ring und so weiter. Und dann habe ich sie auch ein Jahr lang nicht gesehen. Als Sie da mit ihr telefoniert hatten, um noch mal darauf zurückzukommen, hatten Sie da irgendeinen Anlass, ihr nicht zu glauben?
Nein, das hatte ich nicht. Also zum damaligen Zeitpunkt habe ich einer Frau sofort geglaubt, wenn sie mir gesagt hat, ich bin vergewaltigt worden. Das ist ja ein Trauma, das sich jede Frau vorstellen kann. Und welchen Ruf hatte auch der Lehrer an der Schule? Also der war also ihr Kollege, also ja. Sport- und Biologielehrer. Und ich kam mir zwar im ersten Moment ein bisschen komisch vor, mitten in der Schule, nicht? Und dann habe ich mir so fantasiert, das muss ein ganz abgelegener Raum gewesen sein. Mhm. Und ich habe ja Details auch gar nicht von ihr abgefragt. Sie haben gesagt, Sie haben sie ein Jahr dann ungefähr nicht mehr gesehen. Nein. Oder keinen Kontakt. Ich habe dann in der Zeitung gelesen, die Gerichtsverhandlung findet statt. Und nach so etwa, ich glaube, nach dem dritten Verhandlungstag habe ich sie wieder angerufen, weil mich das auch sehr erschüttert hat, was ich da gelesen habe. Und auch gefragt, wie es ihr gehe. Und da hat sie gesagt, dass es ihr ganz schlecht gehe. Das wäre so anstrengend in dem Gericht und auch immer die Fahrt dorthin. Und da habe ich ihr angeboten, sie hinzufahren. Ich habe das mit meinem Amtsleiter geklärt, dass ich das machen kann. Was konnten Sie dann vor Ort alles für sie tun, wenn Sie das noch mal so rekapitulieren, diese Tage vor Gericht? Ich habe von der Gerichtsverhandlung selbst gar nicht viel mitbekommen, weil sie war Nebenklägerin, lief aus der Gerichtsverhandlung raus, vor die Türen, hat geweint. Und wenn sie im Zuschauerraum war, hat sie auch den schnell verlassen, hat geweint. Also eigentlich mein Job war in dem Moment immer ihr beizustehen, also ihr gut zuzureden und Mut zu machen, sowas. Hat sich da auch eine Nähe entwickelt dann über die Tage? Ja, natürlich. Also irgendwo, sie hat ja meine ganze Aufmerksamkeit und Mitgefühl bekommen. Und auch da natürlich dann überhaupt kein Zweifel daran? Also nein. Nein, also das wirkt auf mich sehr echt. Also sie hat geweint sehr oft und so. Das rührt ja, rührt ein Jahr. Der Lehrer, Herr Arnold, wurde dann zu 5 Jahren Haft verurteilt wegen Vergewaltigung. Er hat diese Strafe auch voll abgesessen wegen mangelnder Reue und Einsicht. Wann kamen Ihnen denn zum ersten Mal Zweifel daran, an dem, was Heidi K. Ihnen erzählt hatte und allen anderen ja auch? Also es war immer so, dass wenn sie was erzählt hat, erschien mir das abenteuerlich im Folgenden. Es war so ein Zwiespalt in mir. Ich hatte ein Gefühl, irgendwie komisch, aber ich mochte sie und deshalb habe ich das nicht so in Frage gestellt. Aber also das Zweite, was sie mir erzählt, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, ich habe die nicht sehr häufig gesehen. Ich war im Schulamt, sie an der Schule, wir waren unterschiedlichen Alters, also es gab keinen Grund zur Freundschaft oder sowas. Aber einmal erzählte sie mir, als sie zufällig mir begegnete, dass sie sich beworben habe, die Vergewaltigung würde ihr hinderlich sein, sie musste Karriere machen irgendwie, erzählte sie mir, dass ihr Verlobter bei der Kripo sei und einen Kopfschutz bekommen hätte. Und deshalb müsse sie nach einem Versetzungsantrag nach Marburg stellen. Dort würde er in der Uniklinik liegen und sie müsste ihm entsprechend beibringen. Und Haus hätten sie auch schon, also ganz ausgemalte Geschichte. Und noch weiter, als ich ihm noch mal zum späteren Zeitpunkt begegnet bin, hat sie gesagt, oh, jetzt habe ich mich in der Nähe von Darmstadt auf eine Gesamtschule als Konrektorin beworben. Also nicht in Marburg? Nicht in Marburg. Und dann habe ich gesagt, holla, du wolltest doch zu deinem Verlobten nach Marburg. Ach, der ist gestorben, hat sie gesagt. So, gestorben. So, ich wollte schon irgendwas sagen, ja. Habe gar keinen... Da hatte ich plötzlich gar keinen Anlass zum Mitgefühl. Also irgendwie, die hat das so... So ein bisschen kalt, also ja, so ein bisschen so nebenbei fast. Nebenbei, ja. Ja, der ist tot, ich bin jetzt in Marburg, ich bin jetzt in Darmstadt, nicht mehr in Marburg. Ja, ja das ist dann, schätze ich mal, eine Irritation. Da ist ja sowas... Es war so eine Irritation, eine sehr starke. Ja. Aber jetzt, ich habe die weggesteckt, verdrängt vielleicht, weil ich sie so selten gesehen habe, konnte ich sie dann auch zu dem Zeitpunkt noch verdrängen. Und dann wechselte sie ja in den Darmstädter Schulamtsbezirk. Und etwas später lese ich wieder in der Zeitung, dass
diese Konrektorin, die neue vergiftet worden sei, zusammen mit der Studienleiterin an der Schule. Und also, dass die Frau, die die Vergewaltigung behauptet hatte, jetzt an anderer Stelle sagte, sie sei vergiftet worden. Ja, ja. Mhm. Dann der Anstoß, dass ich gesagt habe, das stimmt alles nicht von vorn bis hinten, war ein E-Mail, das ich von ihr bekommen habe, ein Abschieds-E-Mail sozusagen. Sie schrieb mir ein E-Mail ins Schulamt zu mir. Ich gehe jetzt nach Nordrhein-Westfalen, weil der Kriminalkommissar, der in meiner Vergiftungsangelegenheit so ermittelt hat, dass der ist heimtückisch ermordet worden. Und Staatsanwaltschaft und Schulamt, alle versuchen das zu vertuschen. Und ja. Das ist dann ganz schön viel in kurzer Zeit. Da habe ich gedacht, innerhalb von sechs Jahren, das gibt's nicht. Und was es davon war, was ist völlig erfunden? So ein bisschen war noch so ein Punkt, da ich gedacht habe, vielleicht ist sie durch die Vergewaltigung so abgedriftet. Mhm. Aber da erschien sie mir zu normal in meinen Begegnungen. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Sie eloquent und sehr analysierend und ist eine intelligente Frau. Na, da bin ich zu meinem Bruder nach Berlin gefahren, habe gesagt, was ist da zu tun? Wie schätzt du das ein? Mein Bruder ist Rechtsanwalt, ja. Muss man dazu sagen. Und der hat gesagt, das stimmt alles nicht. Nach meiner Einschätzung. Habe ich gesagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Wohin soll ich mich wenden? Wie macht man das? Oder was ist meine Möglichkeit? Und ja. Da sagt er, ja, du musst erst mal als Beamtin deinen Amtsleiter um eine Aussagegenehmigung bitten, schreib einen Bericht und der wird den an die Staatsanwaltschaft schicken. Was ist das für ein Schritt? Man muss sagen, Sie sind Frauenbeauftragte gewesen. Mhm. Und Sie sagen hier im Prinzip, der verurteilte Sexualstraftäter war vielleicht keiner. War das für Sie so ein leichter Schritt, damit rauszugehen? Na, aus verschiedenen Gründen nicht, weil ich musste mich ja von dieser Fürsorgehaltung lösen erstmal. Und musste irgendwie jemand, den ich positiv eingeschätzt habe oder den ich mochte, aufgrund ihrer Lebendigkeit, verraten. Mhm. Das war der eine Punkt. Also da war durchaus noch so eine Sympathie irgendwo, ja, auch noch irgendwo da. In ja. mir, mhm. ja. Und dann der andere Punkt war, dass mein Bruder gesagt hat, also du gehst ein Risiko ein, weil wenn das Ganze sich als Verleumdung so erweist, dann bist du diejenige, die Schwierigkeiten bekommt. Also das wäre auch ein Arbeitsrisiko oder überhaupt ein Risiko für Sie. Also mein Bruder hat gesagt, warte auch noch mal mit dem Bericht, bis klar ist, ob Herr Arnold das überhaupt will, dass da die ganze Sache wieder aufgerollt wird. Und er hat ihn auch aufgetrieben, das war gar nicht so einfach. War der denn noch im Gefängnis oder schon wieder draußen? Nee, der war schon raus. Also der hatte die Strafe komplett abgesessen, die 5 Jahre, und war wieder draußen. Mhm. Aber natürlich steht jemand nicht im Telefonbuch, der hatte sein Haus, alles verloren. Mhm. Also mein Bruder hat ihn gefunden, auch dank meiner Hilfe. Und er war sich auch nicht so sicher, ob das Ganze wieder aufgerollt, ob er das noch mal ertragen könnte, Hoffnung auf ein Wunder oder so. Naja, und dann hat sich mein Bruder mit seinem früheren Rechtsanwalt getroffen und hat sich die Unterlagen geben lassen. Und dann war ihm klar, da muss gehandelt werden. Er hat den Fall übernommen. Ja, einerseits aus Bruderliebe, damit mir nichts passiert, und auf der anderen Seite auch, weil er gesagt hat, kein anderer Rechtsanwalt wird sich jetzt so reinbuddeln, wie ich da bereit bin. Ein Hartz-IV-Empfänger, für den muss ich was tun. Wie lange hat er sich dann da erstmal reingebuddelt? 2 Monate mindestens. Also ich glaube, es waren 2 Monate. Und da hat er alles stehen, ja, das ist er, ja, hat er alles stehen und liegen lassen und nur noch recherchiert. Eigentlich hat er die Arbeit gemacht, die vorher hätte die Staatsanwaltschaft machen müssen, letztlich. Ja. So, auch die Vergangenheit der Falschbeschuldigerin ist ja überhaupt nicht zur Sprache gekommen.
Ihr Bruder hat Ihnen vertreten, hat 2008 auch ein Wiederaufnahmeverfahren erreicht. 2011 wurde Herr Arnold dann wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. Wie war das für Sie nach dieser Urteilsverkündung? Oh, ich war total selig, natürlich. Also, ich habe mich für ihn gefreut. Er war auch so glücklich vor der Kamera, hat man das sehen können. Und ja, es war ja mein Mitgefühl sozusagen gekippt für ihn jetzt. Ne? Und ja, ich habe mich mit ihm gefreut, mit seiner ganzen Familie. Wenn wir über Irrtümer reden, wie konnte es denn in der ersten Verhandlung so weit kommen? Da habe ich mir natürlich auch viel Gedanken drüber gemacht. Ich selbst habe sie ja als Opfer gesehen. Sie hat die Rolle total gut gespielt. Sie hat geweint, sie hat, also heute würde man neudeutsch sagen, tolle Performance gehabt. Ja. Mhm. Und dann war ein junger Richter da. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, als dieses Urteil gegen Herrn Arnold gesprochen wurde, hatte ich so im Kopf, endlich mal ein Richter, der die Frauen ernst nimmt, der nicht sozusagen die vergewaltigte Frau zur Mittäterin macht, weil sie irgendwie ein komisches Sexualvorleben hat oder sowas. Da ist nicht drin gebohrt worden. Das hätte man mal machen sollen, ja, weil da ist ziemlich viel, wäre da zur Sprache gekommen. Also er hat sie geschont ohne Ende. Mhm. Vielleicht auch, weil sie ihn angerührt hat. Ich weiß es nicht. Wir sind bei Irrtümern. Wie kann sich ein Gericht so sehr irren? Ich glaube, da kann man niemandem einen Vorwurf machen, denn wir haben ja viele Jahre erlebt, wo Frauen nicht geglaubt wurde und wo das Stereotyp oder das Schema war, wenn eine Frau das behauptet, dann will sie irgendwas rausschlagen oder will sich wichtig machen. Das war ja immer das Vorurteil. Und dem haben sich viele Jahre lang die Gerichte ja auch gebeugt. Ja, man muss auch sagen, und es gab hier im Nachtcafé sehr viele Frauen, die zu Gast waren, die vergewaltigt wurden, sexuell missbraucht wurden, denen eben nicht geglaubt wurde, weder in ihrem Umfeld noch vor Gericht. Auch nach diesem Fall muss man sagen. Und endlich kippte das. Ja. Nicht? Endlich merkte man, diese Frauen sprechen die Wahrheit. Und jetzt entstand aber ein neues Schema, eine neue Routine. Und jetzt hat man gesagt, okay, wenn eine Frau das vorbringt, dann wird es schon in jedem Fall so sein. Und da haben wir wieder sowas, nicht? Ich darf das Wort, das schreckliche Wort Komplexitätsreduktion nochmal benutzen. Nicht? Wir wissen schon, wenn die Konstellation so ist, wie wir sie doch schon hunderte Male kennengelernt haben, dann wird es jetzt beim 101. beim 1000. Male auch wohl so sein. Und dann hört man auf, genau hinzugucken. Wenn diese Frau, von der wir jetzt sprechen, die diese falschen Vorwürfe, die hat natürlich eine schwere psychische Störung, nicht? Denn das ist auch wiederum eine Sache für sich. Da gibt es einen Hintergrund dazu. Möglicherweise hat sie sogar einen Trauma-Hintergrund, der viel weiter zurückliegt. Aber es handelt sich mit Sicherheit um eine schwere psychische Störung. Und die mussten sie nicht erkennen. Und die musste auch der junge Richter nicht unbedingt erkennen. Das ist eine hochfatale Situation, die voller Tragik ist und die durch ihren Mut und durch ihr frisches Hingucken, aufgrund der Indizien, die ihnen begegnet sind, durch ihr frisches Hingucken haben sie diesem fälschlich beschuldigten angeblichen Täter im Grunde, obwohl er ja leider dann gestorben ist, dann doch in gewisser Weise seelisch das Leben gerettet, dass das noch mal gut gemacht werden konnte. Das fand ich großartig. Mir ist eins auch noch wichtig, weil Sie als Frauenbeauftragte ja auch viel erlebt haben. Sie haben gesagt, es hat sich vielleicht so ein Bild herausgeschält, dass man gesagt hat, früher wurde den Frauen nicht geglaubt, jetzt glauben wir ihnen. Jetzt gab es diesen Fall, okay, müssen wir jetzt nicht aufpassen, wenn wir jetzt diesen Fall ausbreiten, dass es nicht wieder umschwirrt und man sagt, okay, man hat ja jetzt gesehen, natürlich gibt es Männer, die auch zu Unrecht beschuldigt werden, aber dass der jetzt wieder anfängt, den Frauen eher zu misstrauen, das wäre ja auch nicht der Weg, der ihnen wird weiterhin oft nicht geglaubt. Oder? Ja, da sieht man, welches Unheil zusätzlich noch Falschbeschuldigerinnen anrichten. Ja. Dass, nämlich, ja, das ist ja ein Schlag ins Gesicht der Frauen, wenn wir sowas mitbekommen. Also. Aber das ist was ganz in der Psychologie, was ganz Interessantes. Das nennt man Attributionsirrtum.
hat sogar einen Fachbegriff, Attribution Error in der Fachliteratur, nicht? Dass man sagt, das riecht danach, also wird es schon so sein. Also ausländische, migrantische Jugendliche, es ist irgendwo was passiert, ein Diebstahl oder irgend so, es wird schon das sein, nicht? Und man, wenn man genau hinguckt, stimmt es nicht. Die deutschen Jugendlichen machen genau den gleichen Unsinn wie die migrantischen Jugendlichen, nicht? Das ist, hat auch eine ironische Komponente, nicht? Wenn der Kollege zweimal zu spät gekommen ist, dann ist es der Kollege, der einfach unsolide ist. Wenn wir zweimal zu spät kommen, hat es immer gute Gründe, nicht? Die wir gut erklären können. Beim Kollegen natürlich nicht. Das nennt man Attributionsirrtum, nicht? Dass man so Schemata hat, wo man sagt, naja, es wird schon so gewesen sein, und dass man nicht im Einzelfall hinguckt. Und das Tolle ist, dass Sie im Einzelfall hingeguckt haben. Das ist großartig. Kommen wir noch mal zu Herrn Arnold. Ja. Es ist so, dass er im Gefängnis schon einen stressbedingten Schlaganfall erlitten hat. Dann, wie gesagt, auch die volle Haftzeit ja abgesessen hat. Wie ging es ihm denn dann, nachdem im Nachhinein dieser Freispruch kam? Dem Herrn Arnold ging es insofern schlecht, als er war, als passierte erstmal gar nichts oder es passierte überhaupt nichts. Also diese Entschädigung, die muss man beantragen. Die ist niedrig in Deutschland, sehr niedrig. Bis zu seinem Tod, ein Jahr später, hat er nichts von dem Geld gesehen. Das ist der eine Punkt. Schlimmer noch für ihn war, dass das Land Hessen ihn nicht mehr als Lehrer eingestellt hat, trotz dieses eindeutigen Freispruches. Und das ist übel. Also ich finde... Also, Sie sagen, er wurde zwar freigesprochen, er wurde juristisch rehabilitiert, aber er konnte nicht richtig Fuß fassen. Sehe ich das richtig? Ja, er konnte nicht Fuß fassen, weil die Traumatisierung ihn ist zu schwer. Ja. Das hat man ja auch im Fall Gustl Mollat gesehen, wie schwer sich die Justiz tut. Da passieren auch oft so Dinge, nicht nach Schema F, und wie schwer sie sich tat. Und es hat auch da ganz viel Kraft gebraucht, das Unrecht aufzudecken. 2012 ist er dann verstorben, an den Folgen eines Herzinfarkts. Nun können wir ja nur mutmaßen, aber glauben Sie, dass das auch was mit den Folgen, dass alles mit den Folgen des Fehlurteils auch zu tun hatte? Naja, ich habe ja erfahren, auch wie schrecklich es ihm gegangen ist während dieser Haft. Also, dass er zum Beispiel, er ist dann auch wohl in Psychiatrie oder was gekommen, galt als renitent, weil er immer an seiner Unschuldsbehauptung festgehalten habe. Und er sollte mal einen Brief schreiben an das Vergewaltigungsopfer, das ihm leid tue. So Aufforderungen hat er bekommen. Also, das finde ich furchtbar. Also ich weiß nicht, wie ein Mensch sowas überhaupt verkraften kann. Und dann, dann diese Zeit dann danach, also beides zusammen hat ja einen ungeheuren Druck auf ihn ausgeübt. Mhm. Und zwischendurch muss man sagen, auf dieses Wiederaufnahmeverfahren hat er 3 Jahre gewartet. Also es war ja auch eine schwierige Zeit. Sie haben ja gerade beschrieben, wie Ihre Sympathie gekippt ist. Aber wie lange es auch gedauert hat, sich von dem Bild, das Sie hatten, zu lösen von Heidi K., um zu sehen, aha, da stimmt was nicht. Mhm. Was passiert in uns, wenn wir ein Bild von einer Person haben? Das kann ja auch mal ein Ehemann oder ein Freund sein. Mhm. Und wir merken, das Mosaik verändert sich. Und irgendwann haben wir den Eindruck, wir haben uns geirrt in dieser Person. Eine schmerzhafte Lernerfahrung. Wir hatten es vorhin von Lernerfahrung. Irrtümer zwingen einem Lernerfahrungen auf. Es sei denn, man guckt nicht hin und sagt, das war gar kein Irrtum. Aber wir haben alle da hingeguckt, Sie vor allem. Und dann muss man neu denken, nicht? Und das ist anstrengend, weil da oben die Synapsen anders sich verschalten müssen, nicht? Das lief doch alles so toll. Wir wussten doch, wie die Welt geht. Und plötzlich stellen wir fest, da gibt es doch Ausnahmen. Und dann muss das Hirn sich dem anpassen. Und das kostet Kraft. Das ist anstrengend. Das macht keine Lust, so eine Lernerfahrung. Heidi K. wurde schließlich 2013, ich lese das jetzt mal korrekt vor, wegen schwerer Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, inklusive Beendigung ihres Beamtenverhältnisses und dem Verlust ihrer Pensionsansprüche. Sie haben sich in ihr geirrt oder getäuscht.
Sie waren damit nicht allein, das muss man ja auch eindeutig sagen. Ja, und Sie waren die Erste, die Sie schließlich durchschaut hat. Wie sieht es heute aus mit Ihrem Vertrauen in die eigene Menschenkenntnis? Also ich habe immer mal wieder die Erfahrung gemacht, dass ich meinem, das ist so ein bisschen komisch ausgedrückt, aber meinem Bauchgefühl eigentlich stärker folgen muss. Also das, und das hat sich, wenn ich das rational bekämpft habe, dann war es schlecht. Also ich habe schon eine ziemliche Intuition für Menschen und Vorgänge, aber ich folge ihnen nicht immer. Weil es denn nicht sein kann, weil denn der Verstand kommt, so ist es nicht. Ja, wir alle, uns allen geht es ja so. Vor allem, wenn eben Erwartungen da sind. Nicht die Öffentlichkeit erwartet, dass wir so einen Fall so und so behandeln und dass wir das so interpretieren. Und je stärker die Öffentlichkeit Erwartungen an uns richtet, das ist ein wahnsinniger Druck. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind natürlich Gott sei Dank auch Verstandeswesen, aber wir sind noch in noch viel mehr, Macht als der Verstand. Und die Logik hat das, was andere Menschen von uns erwarten. Das hat eine ganz große Durchschlagskraft auf uns. Und deswegen, wenn eben in so einer Situation, wir wissen, die ganze Gesellschaft erwartet jetzt, wenn diese Lehrerin diesen Vorwurf erhebt, dass man ihr maximal voll und das dann vor Gericht entsprechend abhandelt, dann ist das eine Wucht. Und da, wenn sich da so einer oder eine mit Zivilcourage dagegen stellt und sagt, das sind aber Hinweise, die passen überhaupt nicht, das kostet Kraft. Sie haben sich mal getäuscht, Sie sprechen es an, aber auf der anderen Seite haben Sie sich der Wahrheit verpflichtet gefühlt. Und Sie haben jemanden rehabilitiert, der zu Unrecht im Gefängnis saß und das, obwohl Sie ein eigenes Risiko für Ihre Perspektive im Leben eingegangen sind. Und dafür erstmal danke und Respekt. Wenn wir uns vorstellen, wir sitzen zu Unrecht im Gefängnis, dann können wir es uns gar nicht vorstellen. Wir wollen es uns auch gar nicht vorstellen. Und genauso wenig hoffen wir jemals, Fehlern von Medizinern ausgesetzt zu sein. Frau Schwarzenbacher, Sie stammen aus Salzburg. Sie haben lange als Flugbegleiterin gearbeitet, haben gesundes Leben geführt. Wenn wir mal 6 Jahre zurückblicken, wie würden Sie Ihr Leben mit 27 beschreiben? Ich habe eigentlich ein recht glückliches Leben geführt. War sehr viel im ausländischen Gefilde unterwegs. Meist 17 Tage war ich im Ausland, 13 Tage wieder zu Hause. Und waren einfach mit allem, was Sie so gemacht haben, auch im Reinen. Ja. Ja? Dann sind Sie irgendwann zu Ihrem Hausarzt gegangen. Was war da der Anlass dafür? Es war eine normale Routineuntersuchung. Eigentlich war es eine Routineuntersuchung von meiner Mutter. Und ich habe meine Mutter begleitet und kurzerhand haben wir beschlossen, dass wir einen fliegenden Wechsel sozusagen machen, dass ich statt ihr reingehe, weil ich am nächsten Tag also nach Neuseeland geflogen wäre. Und was hat Ihnen Ihr Arzt dann da vermittelt und erzählt? Ich muss sagen, ich habe 2 Wochen zuvor eben schon einen Knoten gespürt. Das habe ich aber irgendwie so als archaisches Bild abgetan. Also wie so ein Wackerstein, ein Fremdkörper, den was man eben verspürt. Und dann ist das alles ins Rollen gekommen, dass da eben eine echorunde Kugel gesehen wird und dass man zu einer weiteren Abklärung eben ins Krankenhaus müsste. Also da ist eine Kugel, da müssen wir was abklären. Ja, eine kleine Kugel, die was eben singulär begrenzt ist im Bauchraum. Ja, und was, zu welchem Schluss ist man dann gekommen, als man das weiter abgeklärt hat? Nach einer weiteren Abklärung, also nach einer Biopsieentnahme, nach einer Gewebeentnahme, haben es ungefähr 3 Tage gebraucht. Und nach diesen 3 Tagen ist eben die Diagnose zurückgekommen, Lymphdrüsenkrebs. Und wie war das dann für Sie, so eine Nachricht zu bekommen? Ja, am Anfang, da hat man mal so ein ohnmächtiges Gefühl, also wie wenn einem der Boden unter die Füße weggezogen wird. Und ja, die ersten Stunden oder die ersten Tage eher so willenlos, bis man eben wieder seine Kraft entwickelt und auch wieder zu normalen Gedanken zurückkehrt. Wie schnell ging das dann los mit der Therapie, mit Chemotherapien und so weiter? Innerhalb einer Woche. Innerhalb einer Woche? Ja. Und das kam ja plötzlich aus heiterem Himmel für Sie. Was hat das für Ihr sonstiges Leben bedeutet? Also für den Job, haben Sie das alles aufgegeben dann oder wie ist das gelaufen? Ja, für mein sonstiges Leben, also es war eben so eine Ausnahmesituation. Und es ist gesagt worden, es ist eben was ganz was schnell Wachsendes, was Hochaggressives und da müsste man sich eben sehr rasch einer Therapie unterziehen.
Und ja, das habe ich dann gemacht für mein weiteres Leben. Natürlich, den Job habe ich einstellen müssen. Mhm. Auch für mein Umfeld war das eben großes Entsetzen und Versagen. Und ja. Wie viele Zyklen Chemotherapie? 6 Zyklen waren das gesamt. Wie haben Sie das vertragen? Einerseits hat man eben so eine Isoliertheit, andererseits aber auch eine Unselbstständigkeit. Also man gerät sehr schnell in eine Unselbstständigkeit, die was man eben zuvor nicht gekannt hat. Sie haben gerade gesagt, die Irritation, Versagen war so ein Wort von den Freunden. Wie schwer fiel es denen, mit dieser Situation umzugehen, in ihrem Umfeld? Ja, die haben jongliert, also zwischen Emotionen. Das war eben Verzagtheit, aber auch gleichzeitig Angst und nachher wieder eben ein Zuspruch. Auch Zuspruch, dass man seine Abwehrkräfte eben mobilisiert, um quasi in den Kampf zu ziehen, um die Schlacht zu gewinnen. Trotzdem ist man ja in so einer Maschinerie drin. Man ist in einer Maschinerie, ja. Ja, man geht dahin, man hat seine Termine. Das Leben wird auf einmal völlig neu getaktet, neu bestimmt. Alle, die in der Familie Menschen hatten, die in dieser Maschinerie drin waren, wissen, wovon ich rede. Mhm. Wie war das denn? Haben Sie auch manchmal gedacht, ach Mensch, wenn das doch alles jetzt vorbei wäre und es wäre... Entschuldigung für die Unterbrechung. Das habe ich mir sehr oft gedacht. Also ich habe immer Tagträume gehabt von Anfang an schon, dass das Tumor vor meiner Tür steht und eben sich entschuldigt, sagt, dass es ein Irrtum war. Nach dem Ende der Chemotherapie hat man Ihnen dann zuerst gesagt, der Krebs ist weg. Sie sind auch in die Reha und haben dort einen Mann kennengelernt. Erzählen Sie mal. Genau, ich habe dort einen Mediziner kennengelernt, der was dort gearbeitet hat. Und wir haben uns noch am Abend öfter zum Tee verabredet. Mhm. Und somit habe ich ihn kennengelernt. War das denn so ähnlich, wie Sie das beschrieben haben, dass Sie irgendwann dann nicht nur am Tee Interesse hatten, sondern auch an dem Mann? Ja. Ja. Okay, das kann man ruhig so sagen. Das ist doch gut. Was hatte, wenn er Mediziner war, welchen Fachbereich hatte er? Er war Flugmediziner ursprünglich und hat Abenddienste und Wochenenddienste auf der onkologischen Rehabilitation gemacht. Also Allgemeinmediziner. Okay. Es schien ja alles aufwärts zu gehen. Sie haben diesen Mann kennengelernt, aber nach einem Monat hieß es dann, der Krebs ist zurückgekehrt. Mhm. Einen Monat später war er eben zur Untersuchung. Ja. Und dann ist mir mitgeteilt worden, also nach mehreren Tagen, dass das Aufleuchten von diesen einen Knoten bestätigt ist und dass das rezidiv ist. Es ist wieder zurück. Mhm. Also diese Hoffnung, die man hat, wird dann erstmal wieder erschüttert. Mhm. Welche Therapie hat man Ihnen da vorgeschlagen? Bestrahlungstermine und Hochdosis. Mhm. Also wieder die gleiche Maschinerie. Eigentlich in einer anderen Dosis, weil zuvor habe ich 6-mal Jobtherapie gehabt und nachher eben die Hochdosistherapie. Hat man Ihnen dann auch gesagt, weil wir so ein Rezidiv, also wenn es dann nochmal da ist, dass die Chancen, dann wieder gesund zu werden, dass die jetzt gesunken sind? Die schwinden natürlich, ja. Haben Sie auch da dann Angst gehabt immer mal wieder? Ja, also die hat schon immer mitgeschwungen. Also mir ist einmal gesagt worden, also Angst ist generell ein schlechter Begleiter. Mhm. Natürlich, das sind nette Worte. Man versucht natürlich, die auch umzusetzen, aber es klappt halt nicht immer. Die kriecht immer wieder rein, die flackert immer wieder auf. Neben der Hoffnung, neben dem Kampfgeist kommt irgendwo auch mal dunkle Gedanken. So ist es. Jetzt hatten Sie eigentlich schon Termine für diese nächsten Untersuchungen. Und irgendwann ist Ihr Freund dann aber misstrauisch geworden. Warum hat er an was gezweifelt? Warum eigentlich? Ich habe noch nie Symptome gehabt, wo das Rezidiv eben wieder aufgekommen ist. Also meine ungewöhnliche körperliche Konstellation haben aber nicht gleichzeitig zur klinischen Symptomatik und zum klinischen Bilde gepasst. Und somit hat er sich eben explizit mit meiner Krankenakte auseinanderzusetzen, also angefangen und habe mich nachher zu jeglichen ärztlichen Besuchen eben begleitet und hat nachher mit deutschen Mediziner in Heidelberg Kontakt aufgenommen. Also um noch mal genau zu prüfen, stimmt das eigentlich, was die da sagen? Und stimmt das eigentlich, wonach die da behandeln? Auch mit dem Erstbiopsat. Also das Erstbiopsat, die Gewebeentnahme von Anfang an, ist ausgehoben worden. Und dieser eine Knoten, der was wieder aufgeleuchtet hat, der ist entfernt worden in einem anderen Klinikum. Und das Ganze ist nachher in Korrelation gebracht worden auf einer erneuten Pathologie eben in Deutschland. Also das heißt,
Um das so für mich nochmal zu übersetzen, Ihr Freund hatte ja Ahnung von all dem, der hat gemerkt, das stimmt was nicht. Jetzt gucken wir nochmal genauer hin und hat die Probe oder was auch immer, die Ergebnisse, die Erstprobe nochmal nach Heidelberg geschickt. Mhm. Und wie haben Sie dann erfahren, was die Heidelberger dazu sagen? Gab es da einen Anruf? Sind Sie da hingefahren? Zuvor ist mit der Klinikerin Kontakt aufgenommen worden von der Onkologie. Dann ist dort alles hingeschickt worden, also mit einem Paket DPT in 24 Stunden. Dann hat sie sich die Bilder angesehen und alle Befundungen. Und dann hat sie erstmalig schon angerufen und gesagt, also in 20 Jahren, also Onkologin, hat sie so ein Bild noch nie gesehen. Und dann? Und dann ist das Biopsat auch gesendet worden, also das Erstbiopsat und das Zweitbiopsat. Und dann ist eben der erlösende Anruf gekommen. Was hat die da gesagt? Also das ist ja nun wirklich ein Anruf, man kann sich nur vorstellen, was dann Ihnen vorgegangen ist. Was hat sie dann gesagt, die Ärztin? Ja, sie hat gesagt, also, dass das was Gutartiges ist. Also sie kann da nichts Malignes, Bösartiges sehen, weder im Erstbiopsat noch im Zweitbiopsat. Und das bestätigt auch ihr, also ihr Bilder von meiner fehlenden Symptomatik. Und konnten Sie das gleich aufnehmen? Konnten sie Nein. Nein, das war wie im Traum. Ich habe mal gedacht, ich habe das geträumt, das Telefonat. Und waren Sie denn, haben Sie sich getraut, sich zu freuen? Na, Anfang, also sehr unterschwellig. Da war noch so Misstrauen. Vielleicht machen die Heidelberger jetzt Quatsch. Genau. Vielleicht stimmt das nicht. Vielleicht hoffe ich jetzt umsonst oder wie auch immer. Sie haben es dann, glaube ich, ja auch noch anderen wieder geschickt. Wir haben es noch ein zweites Gutachten eingeholt von Kiel und ein drittes Gutachten. Alles von deutschen Pathologen. Und immer gemeinsam mit dieser Klinikerin und die sind eben zum einhelligen Bild kommen, dass das ganz was Gutartiges ist. Ja. Aber was war das denn dann, wenn es kein Krebs ist? Es war sozusagen eine Hyperplasie, das ist eine gutartige Vermehrung von Zellen. Ich meine, wir wollen jetzt nicht in diese individuelle Krankengeschichte einsteigen, aber Sie sind Internist. Wie kann so ein gravierender Ärztefehler passieren? Ja, ich bin Internist und Psychiater und bin dann in der Psychiatrie, aber ich bin auch Internist. Ja, das... es ist ein Fehlbefund, nicht? Und offenbar ein sehr seltener Befund, das wurde Ihnen ja auch gesagt. Und man hat dann versucht, das irgendwie einzuordnen. Wenn diese Heidelberger Kollegin sagt, sie hat sowas noch nie gesehen, dann haben das die österreichischen Kollegen auch sicher noch nie gesehen. Nein. Aber sie haben es dann irgendwie in ein Kasterl reinmachen müssen und dann ist es in ein falsches Kasterl reingerutscht. Mhm. Nicht? Ja, das ist fatal, fürchterlich. Und ganz fürchterlich und das tut mir auch mir sehr leid, weil ich ja ein Berufskollege bin von diesen Kollegen. Sowas kann leider immer wieder mal passieren, dass Kollegen irren, Kolleginnen irren. Es gibt Untersuchungen darüber, wie es Ärzten geht, denen sowas passiert. Es ist ein maximaler Stress, den die dann erleben, nicht nur für die Patientin, für die es der allergrößte Stress ist, aber für die Ärzte selber ist es auch fürchterlich. Und leider ist es so, dass die Untersuchung, von der ich gerade spreche, zeigt, dass etwa ein Drittel der Kollegen dann das so abtun, also sich nicht dazu stehen. Sind denn die Kollegen auf Sie zugegangen und haben Ihr Bedauern ausgedrückt? Oder haben die sich entschuldigt? Haben sich entschuldigt bei Ihnen? Nein, ich war noch einmal zum Gespräch dort. Ja. Wollte eigentlich auch was Außergerichtliches eben finden, eine außergerichtliche Lösung. Mhm. Aber das ist noch nicht zustande gekommen und somit habe ich nachher eben prozessiert. Sie haben dann auch einen höheren fünfstelligen Betrag bekommen, aber kann es das aufwiegen, was Sie erlebt haben? Nein, das ist im Endeffekt der Tropfen auf den heißen Stein. Aber es war, also für mich war das einfach ein wichtiger Schritt, um eben komplett mit dieser Krankheitsgeschichte abzuschließen, in dem, dass ich eben vor Gericht ziehe und dass dieser Prozess eben positiv für mich bestimmt wird. Das war so der krönende Abschluss sozusagen. Und trotzdem wäre es aber schön gewesen, die Kollegen hätten ihr Bedauern ausgedrückt. Ich meine, dass ihnen für einen zugefügten Schaden eine Entschädigung zusteht, das ist ja die eine Sache, die steht ihnen definitiv zu. Aber die andere Sache ist ja die moralische Situation. Mhm. Und das hätte es ihnen geholfen, wenn man gesagt hätte, wir bedauern das sehr, es tut uns selber weh, dass wir da so daneben gelegen haben, hätte das nicht gut getan. Auch absolut. Nicht. Und warum passiert das nicht? Es ist ja kein Einzelfall. Irgendwann ist dann da der Apparat, da ist das Krankenhaus. Mhm. Oft kann man auch gar keine persönlichen Gespräche mehr mit den Ärzten führen, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Mhm. Warum passiert das nicht?
Und was heißt das für den Patienten oder die Patientin? Ja, wir haben vorhin gesagt, wenn ein Irrtum passiert, steht ein schmerzhafter Lernprozess an. Ich habe mich getäuscht, ich habe da was falsch interpretiert, nicht? Und die zwei Möglichkeiten sind, ich stelle mich dem, ich lerne dazu. Das machen übrigens dann auch viele, die meisten Ärzte, 90% sagen, sie lernen aus Fehlern, die sie gemacht haben. Aber jetzt die anderen, es gibt noch die zweite Möglichkeit, ich verleugne das. Es war nicht so schlimm, ich war nicht schuld daran, ich rede nicht davon, ich verdränge das, nicht? Das ist so etwa bei einem Drittel der, in der Untersuchung, die da mal gemacht wurde. Ein Drittel der Ärztinnen und Ärzte versuchen es sozusagen abzutun. Nicht, aber knapp die Hälfte der Ärztinnen und Ärzte, denen sowas passiert, bemühen sich sehr um Wiedergutmachung gegenüber der Patientin oder gegenüber dem Patienten und versuchen eben in dem Kontakt zu bleiben. Und das fände ich natürlich auch das Richtige. 6 Zyklen Chemotherapie. 11 Monate dieses zwischen Ängsten, Todesängsten und Hoffen und Kämpfen. Wie ging Ihnen das, als Sie dann erfahren haben, das war alles wegen nichts? Ich muss gestehen, ich habe noch mit meinem Studium begonnen. Also ich war 2 Wochen später, habe ich die Studiumbank gedrückt im ersten Semester. Und das hat mir gewissermaßen sehr geholfen, weil das war wieder so ein Stück Normalität, also zurück in die Realität. War da denn erstmal Wut oder war da erstmal vor allem Erleichterung, dass das Ganze ein Albtraum, dass sich im Prinzip Ihr Traum erfüllt hat, dass man sagt, okay, war alles falsch, ich verabschiede mich wieder. Also die Freude hat auf jeden Fall überwogen. Und keine Wut ist zurückgeblieben? Doch, nein, Wut ist natürlich auch, aber die war anfänglich, aber die habe ich jetzt nicht mehr. Also für das ist das schon zu viele Jahre her. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie sich von diesen ganzen Nebenwirkungen erholt haben? Ungefähr 6 bis 8 Monate, würde ich sagen. Wie geht es Ihnen heute? Heute geht es mir gut, also gesundheitlich geht es mir gut. Ja. Das Allerwichtigste. Sie, nach all dem muss man auch sagen, Sie studieren heute Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften. Habe ich schon abgeschlossen. Haben Sie schon abgeschlossen? Sie machen derzeit Ihr... Ja. Und? Genau, denn Sie haben... Denn Sie haben heute eine Doktoratsstelle, sind ja. Also dabei zu promovieren. Auch das, finde ich, hat einen Applaus. Wo soll es hingehen? Was haben Sie für Pläne? Jetzt möchte ich promovieren. Also ich möchte im Gesundheitssektor bleiben. Ja, eventuell in der Lehre und Forschung. Vielleicht auch, dass man die Gesundheitskompetenz jetzt, also generell für die Individuen, ein bisschen stärken kann, dass man da mitwirken kann. Das wäre mir eben ein großes Anliegen. Haben Sie denn nach all dem noch sowas wie ein Grundvertrauen in die Medizin? Ja, ich habe schon ein Grundvertrauen, aber es ist eben wichtig, dass man eben eine gewissermaßen Achtsamkeit eben walten und schalten lässt und dass man eben so eine vorherrschende Meinungsleitschiene, die es eben auch gibt, dass man da eben nicht aufspringt, dass man sehr eben, wie gesagt, die Gesundheitskompetenz, dass man eben gesundheitsrelevante Informationen speichern kann und für sich selber eben im Alltag anwenden kann, dass man da auch sehr kritisch hinterfragt. Und die Patienten, jedenfalls in Deutschland ist es so, bei schweren Diagnosen hat jeder Patient das Recht auf eine zweite Meinung. Ja. Das heißt, es ist kein Verschleudern von Geld, sondern die Gesetze sind so, dass man bei einem anderen Zentrum Befunde, die an einem ersten Zentrum erhoben worden sind, noch mal überprüfen lassen kann. Und das ist jedem Patienten, der eine ernste Diagnose gestellt bekommt, zu empfehlen, eine zweite Meinung einzuholen. Genau. Ich muss sagen, ich habe auch eine zweite Meinung eingeholt, aber mit einem falschen Befund. Und das Wichtige, also sollte das, ich hoffe, nicht mehr bei mir und bei meinen Lieben im Umkreis passieren, dann würde ich eben empfehlen, die Gewebeentnahme ausheben zu lassen und in ein zweites referenzpathologisches Institut zu schicken. Wie hat das Ganze, ich habe Sie das auch gefragt und andere auch, wie hat das Ihren Blick auf das Leben verändert oder Ihr Leben insgesamt? Man umgibt sich jetzt nicht mehr mit so Unwichtigen, also mit Banalitäten, die was eben früher vielleicht eine hohe Gewichtung gehabt hat. Also das relativiert sich sehr. Man fokussiert sich auf das Wesentliche im Leben. Und ist sowas wie eine Unbeschwertheit schon wieder zurück? Ja, gewissermaßen ist schon eine Unbeschwertheit wieder zurück.
Also ich bin auch privat sehr glücklich, aber nicht mehr mit dem Mediziner. Also dem sind Sie wahrscheinlich trotzdem dankbar, oder? Ja, ja, absolut. Also in aller Ewigkeit bin ihm sehr dankbar. So. Folgenreiche Irrtümer. Vielen Dank an Sie, Frau Schwarzenbacher. Alles sehr Gute gerne für Sie und vielen Dank auch an alle unsere anderen Gäste. Jetzt die Spätschicht, die SWR Comedy-Bühne. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann nochmal mit dem Thema von Geld und Macht dürfen Reiche alles. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Dankeschön.